Ich habe bereits zu meiner alten Band eine Reaction gemacht und heute geht es um meinen Favorite. Und zwar geht es um meine ehemalige Band Erica Goes to America. Wenn du also auf einen Mix von Deathcore, Hardcore, Metalcore und teilweise Djent stehst, dann bist du auf jeden Fall richtig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du davon hältst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Wir haben schon mal eine Reaction zu meiner alten Band gemacht und wir haben ja darüber gequatscht. Ne? Da meinte die auch so, ey, lass das doch irgendwann nochmal von einem anderen Song machen. Und das ist auch tatsächlich wirklich mein Favorite Song gewesen. Weil wir hatten halt wirklich so einen Mix. Also wir haben irgendwie nie so wirklich gefunden, was wir machen wollten. Wir haben zwar immer gesagt, wir waren halt Deathcore, so mit diesem MySpace-Einfluss. Ja, wir haben halt irgendwie so ein bisschen wirklich Deathcore gemacht. Wir haben Slam gemacht, wir haben ein bisschen Djent gemacht, wir haben ein bisschen Metalcore gemacht. Wir haben irgendwie alles gemischt. Wir haben da irgendwie alles gemischt. Und ja, hier Core Music Promotions, die haben leider den Fehler gemacht, aber ich finde es nicht so schlimm. Aber dann komm, wir hören jetzt nochmal rein, dann quatsch ich ein bisschen drüber und werd mich wieder schlechter machen. Ich weiß, let's go. Das wollte damals unser Gitarrist auf jeden Fall, dass der Song nur auf dem rechten Kopfhörer startet. Ich vermisse die Zeit wirklich. Das fand ich damals ganz geil. Die Steve. Ne, das habe ich immer gefühlt. Aber wie gesagt, ne, ich mag meine Lows nicht. Hilfe. Dieses das habe ich immer geliebt. Und das ist ja auch, das ist der Resub-Sound, ne? Hier, wenn jemand resubbt auf Twitch, der, da kommt der Sound dann. Jetzt so ein bisschen Metalcore oder so Oldschool Deathcore. Schön ein bisschen Metalcore, leicht Two-Step-mäßig, ne, am Start. Das war halt ganz geil, weil das ist so mein Lieblingssong gewesen, weil wir irgendwie aus allem, was wir, also aus den ganzen Einflüssen, die wir hatten, aus den ganzen verschiedenen Genres, die haben wir halt alle in einen Song gepackt. Gut, Black Metal war in dem Song, glaube ich, jetzt nicht drin. Das war eher bei Welcome to Dystopia, unsere erste Single-Auskopplung übrigens. Aber den Song habe ich halt immer gefühlt. Das war immer mein Favorite, den zu performen. So ein bisschen Hardcore mit dem, nur mit dem Bass, ne, mit den Drums. Oh mein Gott. Da ging die Stimme ein bisschen weg. Das Witzige ist, ich habe den Text nicht geschrieben. Der liebe Domi aus dem Chat, der war so krass am Start mit Texten. Ich meine, warte, wann wurde der Song geschrieben? Ich glaube, der Song wurde geschrieben, da war ich, glaube ich, 16. Ich glaube, ich war da 16 Jahre alt. Und ich habe auch kein allzu gutes Englisch, ne, muss man halt auch sagen. Und der hat damals halt sehr viel irgendwie mitgewirkt. So, ich glaube, paar Zeilen sind auch von mir, aber vieles hat er geschrieben. Und ja, aber der Song ist trotzdem, also der Text war halt auch wirklich sehr, sehr geil. Das fand ich halt immer sehr, sehr fett. Und vor allem, das habe ich auch bei dem letzten Video gesagt, ne, wo wir über Slut of the Nation gesprochen haben, auch der Song ist halt wirklich One-Take aufgenommen. Ne? Also ich habe alles One-Take aufgenommen, ohne irgendwie Pausen oder irgendwas nochmal neu zu machen. Also die ganze Zeit nur One-Take und durch. Yeah.
Das habe ich halt auch immer geliebt, dieses ne, das fand ich halt immer richtig geil. Also ich schreie jetzt hier nicht so rum, ne, aber finde ich sehr, sehr geil, die Speer. Der Squeal. Und jetzt, danke für deinen Follow. Also wirklich so, ich habe wirklich meine Pig-Squeals echt geliebt, so muss ich sagen. Aber ich habe letztens noch mal ein bisschen ausprobiert, also die klingen Katastrophe. Ich bin wirklich aus der Übung, ne? Das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Und jetzt kommt mein Favorite Part. Da musste ich aber halt auch so lachen, weil ich habe ja mal eine Reaction zu Nihilist gemacht mit Waken the Cadaver und die haben das auch benutzt. Nur halt ein bisschen anders, aber die haben halt so auch das gleiche Sample benutzt. Aber. Die Sache ist, bei dem Part, also, ne, weil das war halt dieses Piggy, come on, Piggy, und dann müssen natürlich Pig Squeals kommen, ne, und ich habe da diese losgemacht, diese, ne, also jetzt, ne, so habe ich die nicht gemacht, ne, weil die Sache ist, das habe ich leider dann nicht hingekriegt, da habe ich gesagt, komm, wir lassen, das klingt ja trotzdem ganz okay, ich wollte, das haben Cytotoxin halt bei einem Song, die haben so ein bisschen so diese Art Predator-Vocals, so diese, ne, das habe ich da eigentlich versucht und das hat halt bei mir nicht hingehauen, aber ich dachte mir so, komm, fuck it, es klingt ja trotzdem nicht schlecht, wir lassen das einfach so. Jetzt schon wieder dieses Anfangsriff. Auch das ja, also wirklich so, ich hätte mir keinen besseren Gitarristen in der Band vorstellen können, ne? So wirklich, also Aida, ne? Aida hieß er, oder heißt er halt immer noch. Wirklich so ein Talent, ne? Der war wirklich so krass am Start, ne? Der hat dir gefühlt alles gespielt, ne? Der hat angefangen, hier so Tapping-Parts zu machen. Der hat dir krasse Slam-Parts geschrieben, richtig genty und so. Der Typ war halt wirklich immer eine Maschine. Jetzt hier, ne? Genau. Du hast halt eher nochmal dieses Anfangsriff. Jetzt kommt die nächste Strophe und das Riff wird aber ein bisschen transponiert und klingt halt einfach deswegen anders, aber halt fanden wir halt einfach irgendwie ganz wichtig, weil wäre das halt wieder das gleiche Riff vom Anfang an, würde das halt ein bisschen monoton sein. Hier wieder ist. Schön diese Double Bass. Da fand ich dieses O sehr schwach, dieses. Oh. Oh. Dann schön hier. Ne, das Riff dann mit zwei Gitarren, also ne, er war alleine, aber wir haben es halt zweimal aufgenommen. Hat halt harmoniert, aber auch war leicht dissonant. Das fand ich halt immer ganz geil. Bisschen groovy. Schön Sweet Picking. Der Part ist auch geil. Schön die Double Bass durch. Und dieses Riff. Fett. Oh.
Und jetzt ganz kurz, weil wir das Thema ja eben hatten. Bassdrops müssen reinknallen. Es muss richtig schön reinknallen und nicht so dieses Puh. Weißt du, wie ich schon gesagt habe, wenn du einen Bassdrop haben willst, dann willst du einen Bassdrop, als würde dir Mike Tyson eine auf die Fresse hauen und nicht, dass Mike Tyson zu dir nach Hause kommt und dir ein Gute-Nacht-Küsschen auf die Stirn gibt. Gönnt ihr das jetzt? Oder gönnt euch das jetzt? Der gleiche Part, nur langsamer. Herrlich. Ja, das ist mein Lieblingssong. Das ist auf jeden Fall der Lieblingssong von meiner alten Band. Und ich vermisse es. Ich vermisse es wirklich. Das Krasse ist halt wirklich, dass ich halt den Text noch auswendig kann. Und guck mal, der Song, wann habe ich den das letzte Mal performt? Das letzte Mal war das April 2018. Genau. Nee, gar nicht. Nee, das war mit der EP tatsächlich. Das war mit der EP tatsächlich. Weil das letzte Mal, dass wir eine Show gespielt haben, war im April 2017. Das war ja die Show in Belgien mit Cannibal Grandpa, mittlerweile Bonecarver, The Scalding, mittlerweile Slaughter the Giant und Abercination, auch so eine lokale Band aus Belgien. Und danach hatten wir gar keine Shows mehr, haben dann die EP aufgenommen. Genau, da war das letzte Mal. Also ich würde sagen so Sommer 2017. Und danach haben wir uns leider aufgelöst. Aber ich bin tatsächlich noch im Kontakt mit dem Gitarristen. Ich habe letztens ihn nämlich nochmal auf Insta gefunden, beziehungsweise wir haben uns auf Insta gesehen, haben wir ganz kurz ein bisschen geschrieben. Also mit ihm habe ich tatsächlich ein bisschen Kontakt, mit den anderen hat leider gar nicht so. Also unser Drummer, der ist ja damals ausgestiegen, bevor wir überhaupt die EP aufgenommen haben, weil er gesagt hat, der hat einfach keinen Bock mehr auf Musik so. Was ich halt sehr schade fand, weil wir hatten halt zwei Drummer. So, und das war halt der Drummer, der halt, also unser erster Drummer, der Blastbeats konnte, so. weil der andere konnte das nicht. Der kam halt wirklich so aus diesem Pop-Rock-Bereich, ne? Der konnte nur als am krassesten, so, ne? Genau, aber der hat auch wirklich, glaube ich, alle Social Media gelöscht. Also mit dem habe ich gar keinen Kontakt mehr und der Bassist ebenfalls, so. Das ist halt wirklich schade, weil das waren halt wirklich super jung, super sympathisch, aber, ey, wer weiß, vielleicht finde ich ja irgendwie, irgendwo, irgendwann mal wieder eine Band oder so, dann mache ich halt nochmal ein bisschen Musik, aber, ja, ist halt jetzt im Moment nicht so geplant. Plan war natürlich auch, eine Black-Metal-Band zu machen, aber mal sehen, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt.